Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA. Aber denke ich, bin ein bisschen runtergekommen. Die letzten beiden Spiele waren nicht gut. Und ich denke, ich bin es einfach zu verbissen. Das heißt, ich denke, ich bin es zu verbissen angegangen. Es ist nur ein Spiel im Endeffekt. Das muss ich mir vielleicht auch mal ein bisschen in den Kopf rufen. Es ist nur ein Spiel. Selbst wenn ich Gold 3 nicht schaffe, dann ist es halt so. Dann versuche ich halt, mich zu qualifizieren unter der Woche für die nächste Weekend League. Und ja, einfach in Ruhe das Ding jetzt spielen. Ich glaube, ich werde in der Aufnahme erstmal nur ein Spiel schaffen. Dann muss ich nochmal kurz weg. Das heißt kurz, dann muss ich nochmal weg. Und ja, ob ich jetzt gewinne oder verliere, ich würde mich freuen, wenn ich es gewinne. Ich versuche auf jeden Fall gut zu spielen. Wenn ich es verliere, dann ist es halt so. Aber ich darf mir da einfach jetzt keinen Stress machen. Wie gesagt, es ist nur ein Spiel. Wenn ich nicht Gold 3 werde, scheiß drauf. Verbissenes Elite-Rang irgendwas angreifen, kann ich dann machen in der Woche, wo ich mehr Zeit habe. Wie zum Beispiel nächste Woche, da sollte ich mehr Zeit haben zum Spielen. Jetzt spielen wir einfach konzentriert und gut runter. Ich bin frisch genährt. Oh, das macht das sehr gut, diesen Scoop-Turn. Meiner Meinung nach ein bisschen lucky, wie er da trifft, weil er vorher im Strafraum halt, also der Scoop-Turn war gut, aber dann war der Ball ja eigentlich schon weg und er hat sich auch, glaube ich, auch getunnelt oder durch meinen Spieler durchgeschossen, eins von beiden. Also entweder tunnelt er oder er schießt durch, ich weiß es nicht. Aber das war auf jeden Fall schon mit Glück behaftet, dieses Tor. Ich glaube, ich hätte mit der anderen Mannschaft spielen müssen. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber hätte ich nicht eigentlich Bundesliga spielen müssen. Krasses Kontertor. Habe ich, denke ich, auch recht gut gespielt, ein Pech. War bitte kein Abseits, es war Abseits, dieser beschissene Anderson. Ich habe nicht geschossen mit Anderson, ich habe nicht geschossen mit Anderson. Er macht's von alleine und ist im Abseits. Das heißt, Anderson klaut uns gerade, ist mir auch noch nie passiert in FIFA, Anderson klaut uns gerade ein Tor, weil er bescheuerterweise noch rangeht. Das Ding wäre natürlich auch so reingegangen von Icardi. Aber egal, das macht Mut, wir haben eigentlich ein Tor geschossen. Anderson klaut's uns, der Trottel. Krass. Also mehr Pech kann man kaum haben, glaube ich. Reguläres Tor wird einem geklaut vom CPU-Schuss quasi. Macht quasi die den Berberspin durch uns durch. Ist das ein verdammter Lacker oder ist das ein verdammter Lacker? Krass. Ich sag gar nichts dazu. Scheiß drauf. So ein unverdientes 3-0. So ein krass unverdientes 3-0. Es müsste hier gerade 2-1 stehen. Vielleicht sogar noch besser.
Größte Lacker aller Zeiten. Ich würde sagen, es ist das unglücklichste, also das Spiel mit dem meisten Pech auf jeden Fall in FIFA 18 bisher. Also für mich jetzt logischerweise. Selten ein verdienteres Tor gesehen. Das Geile ist, wir könnten ja schon drei Tore haben. Ne? Das Abseitsding, der Alu-Treffer. Hat er leider gut antizipiert. Jeder spielt echt schlecht, ey. In 4-3-1. Ganz ruhig bleiben. Also wir können locker noch zwei Tore gegen den schießen, auch noch drei logischerweise. Ganz, ganz ruhig bleiben. Und wenn er jetzt noch ein Tor schießt und es ist nicht gerade die 70. oder so, dann werde ich auch nicht abbrechen. So, jetzt machen wir noch zwei. Bleiben wir bitte mal im Ballbesitz, wenn wir den Ball rausspielen. Bleiben wir bitte mal im Ballbesitz, wenn der Gegner einen Fehlpass spielt. Ich überlege gerade, ob ich die Rossi gegen Herrera auswechsel. Ich glaube, Herrera ist einfach offensiv ein bisschen besser. Da hätte er auf jeden Fall ein viertes Tor machen können.
Herrera hat auch nicht mehr so viel Power. Herrera gesagt, De Rossi hat auch nicht mehr so viel Power. Scheißpass. Hat er mal gut gespielt, kann man nicht sagen. War aber abseits. Schöne Ballannahme. Abseits. Es wäre ärgerlich, wenn wir gegen den jetzt nicht gewinnen, aber ganz ehrlich, wenn wir hier jetzt verlieren, ist mir scheißegal. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es so krass gegen uns lief, das Spiel, wir da deutlich bessere Spieler waren, der Gegner einfach nur mega Glück hatte. Von daher, ich habe gut gespielt auf jeden Fall und ich habe auch vor, jetzt die restlichen Minuten noch gut zu spielen und dann schauen wir, wohin uns der Weg führt. Icardi auch irgendwie in Form Icardi noch nicht so auf der Höhe wie der normale, leider. Schöner Kopfball eigentlich. Schöner Fehler vom Gegner, der natürlich nicht bestraft wird.
Rot mal in komplett falsche Position. Danke, Icardi. Wunderbar gemacht. Ich hab's probiert, wie gesagt, unverdient, scheiß drauf. Bis zum nächsten Mal, keine Zeit mehr.